meine imperialen Freunde. Ich muss erstmal schlucken, weil ich eine Luftblase im Hals habe. So kann das gehen und willkommen zurück zu Let's Play kann ich es jetzt nicht nennen. Das ist eher die Happy Wheels Episoden und ja, meine Stimme ist etwas dunkler, weil es noch ganz früh am Morgen ist und Limbo, die Map habe ich schon mal gespielt und Limbo, das Spiel habe ich auch und das werde ich auch noch Let's Playen. Limbo 2, das sieht doch mal schön aus. Ich hoffe, die Ingame-Musik ist nicht zu leise. Ich höre nämlich selber nichts mehr. Ui. Und auf jeden Fall will ich gleich mal von Anfang was ansprechen. What the fuck? Und zwar, dass es der wrong way war. Nein. Und zwar, dass meine Facebook-Seite, meine blubhaule Facebook-Seite, ein paar mehr Likes bräuchte. Ich blende den Link gleich nochmal hier ein und genau jetzt irgendwann, fopp, und noch etwas wäre da, und zwar, habe ich Angst vor der Spinne, und ich verlinke das Teil auch nochmal in der Beschreibung. Es wäre nett, wenn ihr da mal mir ein paar Likes gibt, weil ab einer bestimmten Anzahl von Likes mache ich auch bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ab 50 Likes. Kommt ihr mein Real-Life-Facebook-Profil? Ihr könnt mich auch einladen, ob ich annehme, ist eine andere Sache. Manche von euch werden angenommen, manche nicht. Es ist eine reine Glückssache. Und ab zum Beispiel 1000 Likes ziehe ich zum Beispiel durch, mir eine Webcam zu holen und alles mit Webcam aufzunehmen. Aber ich habe dort erst 12 Likes. Das heißt, es wird noch ein übelster Kampf bis dahin. Deswegen, jeder Like von euch zählt. Einfach verbreiten oder teilen und schon, ja, seid ihr bald so weit, dass ihr schon mal mein Real-Life-Profil in Facebook habt. I want to grab the moon? Ich auch. Yeah. Backflip. Oh. Oh, yeah. Mal gucken. Minecraft Quiz. Arrow Duell. Nein, Throw the Board. Legendary Stairs. Ich glaube, die kenne ich sogar schon. Njong. Oh Gott. Frontflip. Verdammt. You are. Nein, you're a legend. Da fehlt irgendwie. Egal. Muss ja nicht unbedingt da sein. Und Green Ropes Level. Oh nein, bitte nicht schon wieder das gleiche Level wie das, wo ich immer sterbe. Nein, das ist nicht das gleiche. Sag mal, Alter, das Kleine geht auch noch in meinem Arsch fest. Geh sterben. Oh. Ich habe irgendwie das Lied hier, wie heißt es? Du wirst unbesiegbar sein im Kopf. Ich weiß nicht warum. Und dieses Mistvieh hängt sich schon wieder an mir fest. Ist ja unglaublich. Backflip. Boink. Verdammt, muss kriechen. Yeah. Yeah. Und hui, und jetzt dort rein. Das gefällt mir. Luna Adventure. Oh oh. Ich bin auf dem Mond. Da Fug. Sie beschießen mich. Oh Scheiße. Sie haben mich erschossen. Okay, der Punkt geht an die No Toilet Paper Nova. Pokémon Ball Throw. Das gefällt doch bestimmt. Ja. Help. Lol. Nicht ernsthaft. Yeah.
Aber ich will. Gameboy? Yay! Nothing! Noch ein Gameboy. Ich will sterben. Och nö. Ich kriege. Scheiße. Das schaffe ich noch. Sag mal, wie mache ich das, dass ich sterbe? So. Ja! So ist doch mal was Schönes. Das ist nicht schön. Rope Swing. Oder ist, nein, Rope Sing ist falsch. Oh oh. Ich kriege ein SMS. Haha. Irgendwie liebt mein Handy mich. Oder jemand anderes. Aber. Fang an, dich zu drehen. Ich gebe niemals einen Abonnenten deine Handynummer, da Fug. Nein, ich will nicht sterben. Und ja, jetzt kriege ich jeden Tag immer bei meinem Let's Play ist SMS. Rüber da. Nein, nein. Oh. Jetzt müsste ich eigentlich das Lied vom Portal einblenden. Still alive. Yay. Oh. Haha, ich habe mit meinem Bein die ganzen Überreste von mir gefangen. Ich überlege, ob ich vielleicht vom Game Boy Advance irgendwelche Spiele, Let's Play, wie zum Beispiel The Legend of Zelda, The Minish Cap. Aber ich habe das Spiel so oft schon durch, das heißt, es wäre eigentlich nur noch so ein halber Speedrun. Also total langweilig, würde ich mal sagen. Rocky Downhill, Saber Sword Throw, Play Now. Wollen wir mal irgendwelche Lightsabers schmeißen? Hey. Können die überhaupt töten? Oh, sie können töten. Stirbt, ihr Schweine. Ihr habt's nicht anders verdient. The Challenge 2. Oh nein. Einfach kopfüber durch. Kein Körperteil verlieren, ansonsten. Oh. Ich verliere immer meinen Kopf. Und den Rest auch. Und da fällt mir gerade auf, es haben hier ein paar Leute in den Kommentaren rumgemeckert. Ich soll die Blut-Settings ändern auf 4. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch packe mit aufnehmen. Wir werden es ja gleich sehen. Nehmen wir einfach mal Knife Throw. Oh ja, ich merke schon, dass die Bluteinstellungen sehr an den FPS nagen. Leider. Ich probiere es trotzdem nochmal. Oh ja, ich liebe den Irresponsible Dad. Ja, es lag ganz schön mit den Bluteinstellungen. Scheiße. Gehen wir mal. Moment. Eine Blutanstellung runter. Mal gucken. Rope Swings Legend. Das tut weh. Backflip. Nein! Oh, mein Bein, egal. Beine sind überbewertet. Yeah. 12 Sekunden und 93 Millisekunden. Yay. Knife Throw. Naja, das ist ein Sword Throw, aber. Ich habe ihn mit dem Griff beworfen und er hat sich selbst gekillt. Multikill. Stirb! Oh, Reben! Ach. Runterschubsen.
Du da hinten jetzt auch noch. Pass auf. Spock. Ultrakill. Also ich merke jetzt schon, dass ich Rope Swing King benutzen werde. Dass ich... Ich habe einfach so eine leise Vorahnung, dass in den nächsten 3 Minuten mein Handy wieder Geräusche machen wird. Weil ich genau weiß. Da Fug! Weil ich ganz genau weiß, dass mich die Leute so sehr lieben, dass sie sich nicht mal mehr wundern, wenn ich nicht antworte. Dass denen egal ist, Green Ropes Level. Moment, das kenne ich. Are you fucking kidding me? Wieso hält sich eigentlich dieses kleine Drecks... Okay. Kind an mir fest. Ah, oh, nö, jetzt haben wir meinen Namen verloren. Jetzt auch gar nicht mehr. Kid Thrower 2.0. So viel Blut. Wir sollen sterben. Ja. Guck mal, da oben ist ein Bodyguard genannt. Sehr schön. Oh Gott. Nicht immer mit diesem nach unten scrollen und dann BÄM in die Fresse. Glass Tower. Okay. Ich hab's euch gesagt. Die Welt hört nicht auf mich. Egal. Es wäre sehr lieb, wenn ihr ganzen tollen Menschen, oder eher gesagt tollen Abonnenten, die sich immer nicht entscheiden können, ob sie 250 bleiben wollen oder ob mich jemand deabonniert, auf einmal nur 247 sind. Ja, irgendwer hat da lustigen Spaß mit. Und ja. Es wäre ganz lieb und brav, wenn jeder von euch, der dieses Video gerade sieht, ganz schnell, ganz kurz auf den Facebook-Link unten klickt und dort auf Gefällt mir drückt. Sodass wir selbst auf Facebook unser Imperium aufbauen. Außerdem kann ich darüber euch viel leichter kontaktieren und mit euch schreiben. Dort könnt ihr auch mit mir chatten. Da gibt es ja so eine Funktion, die heißt Nachricht senden an die Seite. Das heißt, dort habt ihr auch die einmalige Chance, ständig mit mir, ja ständig, ich bin den ganzen Tag online in Facebook, mit mir zu chatten. Das heißt, es bringt euch nur Vorteile. Ihr bekommt alles früher. Ihr bekommt Links oder Tutorials oder sogar die Minecraft-Jar von Mind/Hack dort wahrscheinlicher als auf YouTube. Weil ich auf Facebook dafür keinen Ärger bekomme, wenn ich da einfach eine Minecraft-Jar rumschicke. Aber YouTube würde mir gleich den Account sperren lassen. Yeah. Kill your son. Das klingt doch mal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Moment. This is Sparta. Ja. Ich hab deinen Arm, du Drecksack. Nein! Oh. Das war's mit mir. Oh, Rope Swing Pro, ich bin ein Pro. Boink. Yeah. No! Okay.
The Bomb Version. Moment, ist das nicht dieses komische Bombenteil, was man über den Tisch werfen muss? Oh oh. Oh mein Gott. Ocarina of Time HD, das habe ich schon mal geschafft. Yeah. Nichts, Okay, nochmal. Könnte natürlich auch ein Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time machen auf diesem PC. Ich kann alles. Aber ich habe leider nicht den dafür zugehörigen Speicherplatz. Und das ist deprimierend. Das Ding steckt in meinem Arsch. Oh mein Gott, der Baum ist schwul. Der Deku-Baum ist schwul. Ich wusste es schon immer. Geh weg. Jetzt wollen wir uns mal kurz um Gomad kümmern. Goma ist echt ein schlimmer Boss vom Deku-Baum. Warum verliere ich eigentlich immer meinen Kopf? Oh oh, das Messer steckt in unserem Fahrrad. Oder. Oh! Ah, endlich bin ich dieses kleine Dreckskind los. Zu viel Blut. Sag mal, ich verliere immer irgendwas. Are you fucking kidding me? Du fällst da jetzt runter, du Hässliche. Du Ratte, du. Bing, bing, bing. Ja, Kakariko ist immer schon ein tolles Dörfchen gewesen. Ah, oh, die Goron. Backflip. Jetzt wollen wir mal so eine Donnerblume da reinkippen. Kicken. Ja. Danke fürs Zusehen, Leute. Das war's. Also für heute jedenfalls. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr sehen wollt oder nichts mehr verpassen wollt, dann drückt oben auf Abonnieren, falls ihr lesen könnt. Oder Subscribe, wenn ihr falsche Spracheinstellungen benutzt. Ja. Drückt am besten auf Facebook auch gleich auf Like, dann habe ich euch nämlich noch mehr lieb. Dann könnt ihr ja nicht mit mir schreiben und ich bin ja nicht ganz so alleine. Und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.